Ja, ich hoffe, ich bin jetzt drauf. Hallo. Ja, ich begrüße euch, zumindest die, die jetzt schon da sind. Ich würde gerne, bevor ich das, was ich angekündigt habe, bevor ich darüber rede und für euch in die Horoskope gucke, würde ich gerne vorher ein bisschen über die Energien dieses Jahres reden. Denn das ist ein sehr spannendes Jahr, 2019. Weil ich sehe es natürlich mit dem Blick, ja, mit Spiritualität halt, ne? Also, es gibt viele Prognosen von Astrologen. Ihr habt vielleicht auch schon von diesem Aspekt gehört, Pluto, Saturn, und der kann ganz übel sein, und den gab es auch schon beim Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und ja, also sicherlich ist das ein Spannungsaspekt, der nicht einfach ist. Aber ich finde es spannend zu gucken, was bedeutet der aber im Einzelnen, für jeden Einzelnen. Und das ist nun wieder ein sehr transformativer Aspekt, der alles andere als schlecht sein muss. Ja? Also für jemand, der spirituell ausgerichtet ist, ist der einfach auch super spannend, und ja, und er kann auch einiges bringen. Und wenn man sich dann den Rest so anguckt, was da so alles im Moment an Sternen da ist, an Einflüssen, dann ist das wirklich so, wie ich jetzt die Überschrift hier für dieses Video gemacht habe, ein Aufbruch in eine neue Zeit. Wir werden von den Sternen wirklich unterstützt, und zwar geht es eben in diese Richtung des spirituellen Erwachens. Also die Sterne helfen uns dieses Jahr ganz besonders, wirklich zu erwachen, zu sich selbst zu finden, ja, sein wahres Ich endlich mehr offenbaren zu können, es alleine erstmal überhaupt erkennen zu können, ja, weiter weg vom Ego hin zum wahren Sein. Das bedeutet auch sein eigenes Potenzial entdecken, und ja, es ist ein Weg der Selbstverwirklichung, ja. Ich habe mir so ein paar Sprichworte gemacht, und gehe diese so ein bisschen durch, damit ich auch nichts vergesse, was wichtig ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich überhaupt vorgestellt habe, aber ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet und schon vorab ein bisschen erzählt, weil ja jetzt noch nicht so viele dabei sind. Ich muss dazu jetzt meine Brille nehmen, da ist sie, weil sonst sehe ich nichts. Ja, haben wir doch schon 5 Leute, das ist doch schön. Ihr könnt gerne auch Kommentare abgeben. Hallo Britta, schön, dass du da bist. Ich finde es schön, wenn wir in Interaktion gehen, ne? Dass nicht nur ich hier andauernd erzähle, sondern ihr könnt auch gerne zwischendurch Kommentar da lassen. Ne? Später wird es auch wichtig, wenn es welche gibt, die da wollen, dass ich bei denen ins Horoskop gucke, um zu schauen, was für transformative Kräfte bei sich selbst, bei ihrem eigenen Weg im Leben sind. Und ja, gut, ich mache jetzt langsam mal ein bisschen weiter, ne? Weil ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen einen Post über Chiron. Da habe ich auch eine große Resonanz erfahren, weil viele Leute sich darüber auch gefreut haben, was ja kein Wunder ist, weil Chiron jetzt nach 50 Jahren war er ja in den Fischen und ist jetzt in den Widder gewandert. Das heißt, das ist auch so eine Energie, die das Ganze unterstützt, wovon ich vorher geredet habe. Weil da geht es, gerade beim Widder, geht es schwer um dieses Ich-Potenzial. Da geht es um Mut. Da geht es darum, dass man seinen eigenen Willen jetzt auch mal gerne zeigt und durchsetzen möchte, ohne dass das jetzt irgendwie unangenehm sein sollte, weil Chiron ist und bleibt auch der Heiler. Ja, und das sind also diese Ich-Kräfte, die da wachgerufen werden sollen. Ja, das sind nämlich die wahren Ich-Kräfte und nicht das Ego. Ja, also Chiron, unser Heiler, hilft uns also auch dabei, immer mehr zu uns selbst zu finden. Das heißt auch, dass das jetzt, der ist 8 Jahre jetzt im Widder, ne? Das ist also jetzt richtig so der Anfang von dem Ganzen, wo das einfach alles sich verstärkt, was schon viele Jahre, ne, seitdem es den Aufstieg gibt, in uns rumort. Ne? Aber es wird uns jetzt immer bewusster. Es werden immer mehr Menschen kommen dazu, die irgendwie verstehen, irgendwie ist die Zeit anders geworden. Irgendwas tut sich. Ne? Bei einem selbst und auch, wenn man sich so die Welt anguckt, dann merkt man das auch, dass das Bewusstsein und die Wahrnehmung eine andere wird. Ne? Und ich finde, sie wird sehr viel positiver. Ne? Man sieht viel mehr hin, man erkennt viel mehr die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ne? Ja, um weiterzumachen. Also
Wir haben neben Chiron jetzt alleine drei Planeten, und zwar ist das der Neptun, der Jupiter und der Saturn, die alle in ihrem eigenen Zeichen stehen in diesem Jahr. Das bedeutet, dass deren Potenzial ganz stark sich entfalten kann, mehr als sonst, weil sie stehen ja, wie gesagt, in ihrem Domizil, ja, was natürlich auch, ne, seine Bedeutung hat, ne? Und wenn wir uns jetzt mal Neptun angucken, denn Neptun ist für uns spirituelle Menschen besonders wichtig, weil das ist der spirituelle Planet. Das ist unsere Verbindung nach oben. Das ist das Universum, ja. Und mit Neptun haben wir Connection. Und wenn Neptun in seinem eigenen Domizil steht, ja, wird er ganz viel in uns wachrufen. Er wird also das Ganze in uns unterstützen wollen. Bei Neptun, wie gesagt, habe ich mir jetzt extra aufgeschrieben, wo war das? Ach, ja, hier. Also es geht hier um spirituelle Einsichten. Es werden immer mehr Menschen Interessen bekommen, die in diese Richtung gehen, die vielleicht bis dato noch gar nicht so viel mit Spiritualität am Hut hatten. So was kann passieren. Und was Neptun auf jeden Fall machen, was total schön ist. Neptun steht für die höhere Liebe. Neptun steht für Mitgefühl. Ja. Das ist also, wie gesagt, Neptun steht in den Fischen, in seinem Domizil, ja, und wird dadurch einen sehr positiven Einfluss haben und alle spirituellen Menschen bestärken im Aufwachen, im Erkennen. Und das, da geht es natürlich auch immer sehr um diese kosmischen Einflüsse, die unser Potenzial auch immer weiter wachrufen. Also, es werden immer mehr Menschen merken, was für Talente sie haben, dass es mehr gibt als nur diese fünf Sinne, die uns sozusagen bekannt sind. Ja, werden mehr Erlebnisse haben, die uns wirklich überraschen können auch. Ne? Besonders weil also lange Zeit auch Jupiter in seinem eigenen Zeichen steht. Und Jupiter, der dient zur Horizonterweiterung. Jupiter ist der Glücksplanet, macht optimistisch, ja, macht neugierig und bringt sehr viel Unterstützung. Ja? Ich gucke jetzt nochmal, ich sehe da andauernd irgendwie Kommentare und würde da gerne auch darauf ein. Hi! Hilde, freut mich. Hallo Uschi, schön, dass du jetzt auch dabei bist. Wie gesagt, du bist gleich die Erste, wo ich nachgucken werde. Ne? Super, Christina Sindler. Hallo, deinen Namen kenne ich jetzt noch nicht so sehr. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, schön. Stehen geblieben. Ah ja, beim Jupiter. Ne? Wie gesagt, also der wird in diesem Jahr auch einen guten Einfluss nehmen, wird mit Neptun zusammen im Verbund sein, allerdings auch mal im Spannungsaspekt. Das muss ich dazu sagen. Aber das heißt eigentlich nur, dass diese neptunischen Eigenschaften wirklich verstärkt werden, wenn wir sie im Positiven leben. Im Negativen gesehen würde ich einfach nur als Warnung aussprechen, dass wir nicht übertreiben, dass wir aufpassen und vorsichtig sind und trotzdem mit unseren beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Wir müssen geerdet bleiben, dürfen nicht abheben, vielleicht weil wir welche sonderbaren Erlebnisse haben, die uns einfach zeigen, was noch alles in uns steckt. Ne? Aber trotzdem, also sich immer wieder erden, immer wieder Vernunft auch mit einschalten, ja, weil die Seele und unsere Verbindung nach oben funktioniert alles am besten, wenn sie in unserem Körper ist. Und sie entfernt sich ein wenig von uns, aus unserem Körper heraus, wenn wir nicht genug geerdet sind. Ja. Und dann kann man schon in Gefilden sein, die dann ein bisschen mehr auch in die Fantasie abdriften. Und das muss ja nicht sein. So, aber wie gesagt, das ist nur eine leichte Warnung. Ansonsten ist da ein Wahnsinnspotenzial dafür, für Inspirationen, ja, für Einsichten und auch eine tolle Zeit, um wirklich gut meditieren zu können. Das werden auch, glaube ich, immer mehr Menschen machen. Solche, die auch bis jetzt immer dachten, dass sie das nicht können, werden entdecken, dass Meditieren und sich Entspannen eine Wahnsinnsbereicherung sein kann, weil man sich selbst dabei immer mehr begegnet, ja, und die Verbindung spürt zum Universum, zu allem, was ist. Ja? So, dann hat man Jupiter, Neptun und dann kommt noch Saturn dazu. Saturn ist auch in seinem eigenen Zeichen und der ist auch ganz spannend, weil über den werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr reden, weil der im Verbund mit Pluto eben im Steinbock ist, in der Erde auch ist, in seinem eigenen Zeichen ist. Und bei Saturn geht es mehr darum, ja, das ist Struktur. Und der hilft uns eigentlich auch,
irgendwie in die Beständigkeit zu kommen, vernünftig zu sein. Aber da er im Spannungsaspekt sein wird, wird er auch vieles aufdecken. Pluto im Verbund mit Saturn möchte Strukturen aufreißen, und zwar nur die, die nicht mehr in Ordnung sind. Das, was wirklich fehlgeht, was uns Menschen nicht gut tut. Pluto kommt hin und wird dies versuchen zu transformieren. Darum manchmal auch Zusammenbrüche und so, ne? Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht über die Weltgeschichte reden, sondern oder Politik reden, sondern über unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, die wir machen werden mit diesen beiden Planeten. Ja. Aber darüber dann, wie gesagt, das ist dann dieser Punkt, wo ich schon später darüber reden möchte. Ne? Guck mal, ob ich noch irgendwas Wichtiges hier von dem vergessen habe, weil dann komme ich noch zu einem anderen Punkt, der auch ganz wichtig ist. Das ist jetzt dieses Jahr auch der Mondknoten. Weil auch dieser steht gegenüber von Pluto und Saturn, und zwar der nördliche Mondknoten steht im Krebs. Und das heißt, dass das Krebseigenschaften, dass da alles, was um Thema Mondknoten Krebs bedeutet, dass wir in der Vergangenheit nochmal vielleicht mit der Vergangenheit konfrontiert werden. Und was ist ein ganz starker Karma-Punkt? Ja? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil er uns Prüfungen bringt, weil er uns auch mal konfrontiert mit vergangenen Einflüssen. Und das bei jedem Mensch natürlich verschieden, je nachdem, in welchem Haus, in seinem Geburtshoroskop, dieser Mondknoten dann steht. Das wäre so eine Sache, die ich dann vielleicht ein anderes Mal bearbeiten würde. Heute machen wir Pluto Saturn und vielleicht mache ich dann den Mondknoten auch nochmal. Weil bei Mondknoten geht es darum zu erfahren, was muss ich lernen? Da geht es wirklich um das Lernpotenzial. Das ist auch ganz wichtig. Aber was uns der auf jeden Fall mitgibt in diesem Jahr für alle, weil es ja allgemein im Krebs ist, jetzt mal abgesehen vom Haus, ist, dass wir alle, wenn wir in der Selbstfindung, Entschuldigung, so was dringend Findung sind, oh, wenn man viel redet, kriegt man einen trockenen Mund, dann stellt das natürlich Aufgaben. Ja, und beim Krebs, muss ich dazu sagen, ganz egal, in welchem Bereich das bei jedem stattfindet, geht es immer darum, sich zu fragen, wo bin ich zu Hause? Wo ist meine Heimat? Ganz, ganz wichtig. Das ist, da geht es also um Zugehörigkeit. Und Zugehörigkeit kann alles Mögliche sein. Ob es eine Gruppe ist, ob es die Familie selber ist, ob es eine Idee ist, ob es wirklich... was für ein Bereich auch immer, ganz egal. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wo er sich geborgen fühlt. Ja? Also ich fühle mich zum Beispiel super geborgen und total gut, wenn ich zu Hause sitze und schreibe. Da kriege ich ein Geborgenheitsgefühl. Oder wenn ich unterwegs bin. Da geht es nur ums Unterwegssein, gar nicht mal irgendwo am Ziel anzukommen. Unterwegssein heißt, wenn ich mit dem Fahrrad losfahren, mit meinem Roller losfahren, und dann fühle ich mich super gut. Ja? Das ist so meine Art, wo ich mich geborgen fühle. Das ist bei jedem halt anders. Ne? Und das ist eben so, was dieses Jahr auch bei vielen eben ansteht. Es geht also wirklich um diese Fragen. Erstmal, wer bin ich? Zeige ich mich? Ganz wichtig. Was zeige ich nach außen? Welches Potenzial habe ich? Du entdeckst dich mit deinem Potenzial und hast die Aufgabe, das nach außen zu zeigen. Ganz wichtig. Da geht es darum, was bietest du dem Universum, dieser Welt, der Erde an? Was für Talente hast du, wo du etwas weitergeben kannst? Ganz wichtig. Und das vielleicht in einem Bereich, wo du dich zu Hause fühlst, wo du sicher sein kannst. Ist ja auch ganz wichtig, dass man sich sicher fühlt. Also das beste Beispiel ist jetzt das, was ich jetzt hier mache. Ja? Also bei mir geht es halt auch darum, wenn ich bei mir gucke, dann habe ich diesen Pluto und den Saturn im zweiten Haus. Ja? Den Pluto habe ich schon viele Jahre darin. Der hat damit angefangen, zweites Haus steht für Werte. Ja? Der hat damals bei mir angefangen, als er in das Haus ging, wo ich dachte, was ist mir wertvoll im Leben? Wie wichtig ist mir Geld? Wie wichtig bin ich mir selber? Und das ist so die Entdeckung gewesen, wo ich wirklich meinen Job gekündigt habe, wo ich einen Burnout hatte, wo ich mein Leben total verändert habe. Ich muss jetzt in die spirituelle Richtung gehen und ich muss nach außen. Ich muss das, was ich zu bieten habe, nach außen geben. Habe ich bisher im Versteckten gemacht, indem ich meine Bücher geschrieben habe, meine Beratungen gemacht habe, etc. Aber ich bin immer ein bisschen im Verborgenen geblieben. Und man sieht, die Zeitqualität bewirkt bei mir ja schon genau das. Ich zeige mich jetzt, ich gehe jetzt nach außen.
Ja, weil es nicht nur für mich gut ist, sondern es soll angeblich auch gut für andere sein, weil ich auch was zu bieten habe. Ne? Und das ist eben das Thema und das kann eben bei jedem in einem anderen Bereich liegen. Ne? Aber ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass ich jetzt die Traute habe, mich hier so zu zeigen. Glaubt mir, dafür habe ich jetzt ein paar Jahre gebraucht. Ne? Also, und das kommt jetzt das Schöne dazu, dass dieses Jahr wirklich von den Einflüssen so ist, dass das wirklich ein Thema ist, was unterstützt wird bei vielen, ne? Wo man wirklich diese Traute bekommt, bestimmte Dinge zu tun, die einen vorher vielleicht zurückgehalten haben. Das Problem dabei ist, mag natürlich sein, dass wenn Saturn und Pluto, die erst Ende des Jahres, wird dann immer grad genauer, der Aspekt wirkt jetzt, aber so im Jahreswechsel erst wird er grad genau sein, dann ist es aber der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Ja? Das ist alles, das wirkt dahin. Das heißt, es wird immer stärker auch, umso länger das Jahr besteht. Und jetzt weiß ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen lass mal, das komme ich vielleicht gleich wieder drauf, keine Ahnung. Ach so, ja, das zum Beispiel jetzt noch andere Dinge, wirklich das Ganze nochmal mit unterstützen. Wir haben den Uranus, der jetzt auch wieder einen Zeichenwechsel hat in den Stier rein. Und der zeigt immer, der verfestigt dann diese Dinge. Das, was wir selbst für uns erreichen, den Mut, den wir jetzt haben, dann können die Dinge sich auch verfestigen. Das heißt, du kannst, wenn du merkst, dass du endlich aus dir heraus kannst, dass du dich zeigen kannst, wie ich es jetzt zum Beispiel tue, dass das wirklich auch sehr erfolgreich werden kann. Dass du das, wenn du das gut planst und so weiter, in eine sehr gute Richtung gehen kann. Das heißt, für viele Menschen halt auch, wenn die ihr wahres Potenzial noch nicht ausgelebt haben, Selbstständigkeit zum Beispiel, viele, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, haben ein gutes Jahr. Ja, jetzt weiß ich auch, wo ich die Faden eben verloren habe. Es gibt natürlich Möglichkeiten, also Tendenzen von den Spannungen her, dass es jetzt nicht alles so, ach, schön und Halleluja und wir haben jetzt alle das, wir zeigen uns jetzt alle, wir entdecken das jetzt alles super. Natürlich wird es bei jedem Einzelnen immer auch etwas geben, was erst aufgedeckt werden muss. Das ist ja immer so. Wir haben eine Maske ja irgendwo auf. Ne? Unser wahres Potenzial, unser wahres Ich ist ja noch nicht ganz bewusst da. Wir arbeiten ja im Grunde daran. Ja? Und diese Verkrustungen und diese Masken, die davor liegen durch das Ego, ja, die ja wirklich von Geburt an haben wir dieses Ego eben verabreicht bekommen. Und davon mehr Abstand zu bekommen und hin zum wahren Selbst zu kommen, ist ja kein einfacher Schritt. Und da sind ja viele Dinge, Glaubenssätze, die wir in uns haben, Muster, die wir in uns haben, von denen wir immer geglaubt haben, das ist genau das Richtige oder das Wahre und entdecken jetzt plötzlich, nee, das ist es vielleicht gar nicht. Oder wir merken auch, dass wir uns selbst irgendwo belogen haben und wir merken auch, wie wir manipuliert wurden. Ja? Das kann auch mal nicht so einfach und schön sein. Ja? Aber wie gesagt, mit Blut, mit dieser Transformation, mit dieser Kraft, ja, auch wenn man da vieles loslassen muss, erkennen muss, ja, geht das immer in eine sehr, sehr positive Richtung. Ja. Gut. Guck mal, ob ich noch irgendwas Wichtiges, was für dieses Jahr, wie gesagt, da werde ich sicherlich noch mal öfters was zu sagen, wie mit dem Jupiter vielleicht ein spezielles Video noch mal extra drehen, die ich übrigens dann immer auf YouTube reinstelle. Da könnt ihr vielleicht auf meinem Kanal auch öfters mal vorbeischauen, weil ich habe jetzt das letzte jetzt auch jetzt nicht hier gepostet. Ne? Also, um das noch mal zusammenzufassen, ah ja, was ich noch sagen wollte, ist Merkur. Wir haben hier jetzt ab 31.03. ein Merkurjahr. Und mit Merkur zeigt sich, Merkur steht für unsere geistigen Fähigkeiten, für die Kommunikation an sich. Ne? Und dieser Merkur wird dreimal in diesem Jahr rückläufig sein. Rückläufig sein heißt, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil da kommen so die Momente, das werde ich dann auch immer ankündigen, jetzt im März zum Beispiel wird Merkur rückläufig, wo man einfach mehr auf seine Intuition und auf sein Herz hören sollte, weil das ist so. Ja, da muss man aufpassen. Da verzögern sich die Dinge, da wird man auch gerne mal belogen, ne? Da wird man auch mal vergesslich, ne? Das ist also, da wird es mal ein bisschen schwierig, da muss man aufpassen mit Verträgen und so weiter, ne? Dass man da genauestens hinschaut, ne? Aber das kündige ich dann immer an. Aber nichtsdestotrotz, weil es eben auch ein Merkurjahr ist, hilft das natürlich auch, weil da geht es halt ums Reden, da geht es um die Kommunikation. Ja, in welchem Bereich auch immer, ne, ist das natürlich auch nicht schlecht, bis auf diese Rückläufigkeiten, wo es dann vielleicht mal ein bisschen spannender werden könnte. Ne? Okay, was ich noch sagen wollte, jetzt nur ein bisschen zusammenfassend, das ist also ein Jahr der Elemente Erde und Wasser. Wasser steht für das Sein und die Erde steht für das Haben. Also so ausgedrückt, wer bin ich?
Und was habe ich zu bieten? So kann man das auch sehen. Das sind also wirklich so Erde und was ist das, was dieses Jahr überwiegt und was viele auch darum bewegen wird. Also sichtbar werden, erkenne dich selbst, was habe ich zu bieten? Das heißt, kenne ich meine Berufung, erkenne ich die, wo sind meine Talente, was muss ich loslassen, was muss ich lernen, wo sitzt mein tiefster Schmerz? Das sind natürlich auch alles Dinge, die man sehr gut im Horoskop erkennen kann. Wer da Näheres darüber wissen will für sein persönliches Horoskop, wie gesagt, ich habe da oben eingeblendet, kann da gerne bei mir nachfragen. Ja? So, ja, freuen wir uns auf das Jahr, dass unser volles Potenzial sich entfalten kann. Und jetzt kommen wir zu diesem Aspekt, den ich erwähnt hatte, weswegen ich das Ganze hier eigentlich jetzt heute mache, ist eben Pluto und Saturn. Das ist eben ein sehr energischer Aspekt, der ist also ganz, ganz selten. Und wenn ich jetzt eben schaue, bei jedem ins Horoskop rein, kann ich sehen, in welchem Bereich da eine Transformation vonstatten geht. Das heißt, das ist immer ganz unterschiedlich. Wie gesagt, bei mir ist es der Bereich 2. Das heißt, ich muss jetzt, muss an meinem Selbstwert arbeiten, muss an meinen Wertvorstellungen arbeiten. Und mit Saturn ist es oft so, dass es eben erstmal Schwierigkeiten gibt in diesem Bereich, um eben klarzumachen, da muss was geändert werden, ne? Da stoße ich sonst an meine Grenzen. Und sobald ich erkenne, was ich loslassen muss, ob es jetzt eine Hemmung ist oder was auch immer, ne? Dann kann es weitergehen und dann kann es auch wieder was ganz Neues werden. Ne? Und wie gesagt, das kann ich im Horoskop erkennen, im Haus, in welchem Haus das bei jedem dann stattfindet. Und da wollte ich eben bei der Uschi anfangen. Das hatte ich dann schon mal, ich muss das ja aufrufen. Und zwar war das bei der Uschi im ja, also im zweiten, ja, zweiten, ersten Haus erstmal. Also der Pluto ist schon vor vielen Jahren bei dir ins erste Haus gegangen. Das heißt, da ging es sehr darum, um deine Person selber, wie du dich nach außen hin präsentierst, wer du bist. Oft ist dann, wenn der Pluto da reingeht, eine Wandlung in sich, insofern, als dass man vielleicht sein Äußeres sogar verändert, dass, oder dass man Trennung erlebt über Partnerschaften, ja, irgendwelche Verluste erstmal auch. Ne? Also da wird schon aufgeräumt. Ne? Das äußere Leben kann sich da radikal sogar verändern. Da muss man bei dir schauen, das ist schon viele Jahre her, was bei dir da so gewesen ist, weil der Pluto war weitaus, weil der langsam geht, weitaus vor Saturn. Der Saturn ist da noch nicht so lange. Ja, die sind aber jetzt zusammen da und bewegen sich bei dir jetzt so zum Ende des Hauses hin. Das heißt, es kommen jetzt noch mal so ein bisschen. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade eine Nachricht bekommen. Also ich habe jetzt mal geguckt, wenn du bis Ende des Jahres kommen immer noch so mal Themen auf, die mit dir und deinem äußeren Leben und auch mit deinem Ausdruck, wie du dich präsentierst, nochmal zu tun haben. Das heißt, da können auch nochmal irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, die dich nochmal so ein bisschen so aus der Vergangenheit vielleicht erinnern. Oder aber weißt, das muss ich jetzt ablegen. Ich will das nicht mehr. Es tut mir nicht mehr gut. Ja? Und das Ganze geht aber umso länger dieser Aspekt geht, Ende des Jahres bis ins nächste Jahr rein, geht dann aber ins zweite Haus. Und wie gesagt, was ich eben gesagt habe, zweites Haus heißt dann auch für dich, kommt dann eine Zeit, wo du auch für dich überlegen musst, Selbstwertgefühl und Werte. Und dann kann es gut sein, dass du in dem Moment auch Schwierigkeiten vielleicht bekommst, finanzieller Art zum Beispiel, ne? Oder nochmal irgendwelche Hemmungen für dich selber erfährst. Ganz egal wie, oft werden solche Dinge aufgedeckt durch Saturn dann, ja? Und Pluto sagt dann nichts anderes wie, das wird jetzt gewandelt. Wir wandeln jetzt das, was dir nicht mehr gut tut oder was dein Leben behindert, ja? Also Saturn ist ich sag mal, so ein TÜV, ein Prüfer, ne? Wenn der anfängt, durch ein Haus zu gehen, besonders am Anfang, dann zeigt er halt die Dinge auf, die vielleicht nicht mehr so in Ordnung sind, ja? Und du bekommst dann die Chance, das zu ändern, ja? Das wäre dann so Ende des Jahres hin zum zweiten Haus, ne? Okay, ich guck mal, wenn jetzt noch jemand, wie macht man das jetzt hier? Muss ich hier so drehen, ne? Ja. Dann gucke ich gerne noch mal bei jemand anders rein. Oh, ich muss hier runter scrollen. Ah, hier hat jemand, weiß das sogar, ist ja toll. Mein Pluto ist im dritten Haus und mein Saturn im zehnten Haus. Kannst du mein Thema sehen? Das ist,
Ja, du fragst jetzt natürlich nach deinem persönlichen Horoskop. Dein persönliches Horoskop hat den Pluto im dritten und den Saturn im zehnten Haus. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Es geht darum, am besten sagst du mir, oder du guckst in deinem Horoskop selbst nach, der laufende Pluto und der laufende Saturn, das ist ein Transit, ja, der ist jetzt im Moment zusammen im Steinbock. Und wenn du in deinem Geburtshoroskop guckst, wo der Steinbock ist und wo da ungefähr der Pluto und links so steht, dann kann ich dir sagen, welchem Haus. Oder du gibst mir deine Daten und ich gucke hier schnell mal nach, ja? Weil das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ne? Geborgenheit in der Natur, ja, mit Sicherheit, ja. Das ist auch eine, das ist, kann ich auch gut nachvollziehen, ne? Ja, hallo Sonja. Ja, Britta. Du gerne, ich habe ja dein Horoskop da, soll ich mal nachgucken? Ja, kann ich machen, ne? Moment, ich guck mal nach. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil ich habe hier ein anderes Horoskop aufgerufen, wo man das neu eintragen kann, aber ich habe ja deins hier. Da gucke ich hier mal schnell. Ich hoffe, ich habe dich noch drin. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Gucken wir mal, wo du bist. Hier noch nicht. Ah, da bist du, ja. Ich hab dich noch. Mich wundert, dass Gabi gar nicht dabei ist. Hat ihr das vergessen? Ja, okay. Also, bei dir haben wir im Moment das ganze, ja, fünftes Haus, Britta. Bisschen kennst du dich ja aus, weißt ja, ne? Fünftes Haus, Selbstausdruck, Hobbys, Liebschaften, Kinder, ja. Und ja, das weißt du selber, als Pluto ins fünfte Haus ging, das habe ich dir damals schon gesagt, kriegst du dein Kind, ne? Dann ist das Thema Kinder natürlich, weil das dann auf den Lilith trifft, nochmal hochgekommen, das weißt du auch. Und jetzt kommt der Saturn rein. Ja, der ist jetzt noch nicht so lange in diesem Haus, aber wie gesagt, jetzt hast du, das ist das ganze Jahr wird das fünfte Haus für dich jetzt auch ein Thema haben, ne? Aufarbeitung. Du wirst noch mal konfrontiert mit alten, vergangenen Dingen. Ne? Darf man jetzt, muss man ja dazu sagen, ist der Mondknoten ja bei dir dann im 11. Haus im Krebs. Da geht es halt auch wirklich darum. Wer bist du nach außen hin? Ne? Wo fühlst du dich geborgen? Auch Freundschaften werden vielleicht ein größeres Thema geben, ergeben in diesem Jahr, ne? Weil das durchs 11. Haus geht. Ne? Das heißt, das ist auch was zu lernen. Das heißt, dass du auch lernen musst, in Kontakt zu gehen, Freundschaften zu schließen vielleicht, ja. Und auch darin ein wenig dich zu Hause fühlen, mit anderen Menschen zusammen. Das ist, ne? Kannst du dir gut vorstellen. Ne? Da ich dich erkenne. Könnte ich mir das auch gut vorstellen. Ja, und fünftes Haus bleibt halt, das ist, weißt du selber, da brauchen wir jetzt gar nicht offiziell drüber reden, was da alles noch möglich ist, was da nochmal hochkommen kann, was nochmal transformiert werden muss. Das kann ja auch, auch ein Selbstausdruck, ne? Weil wenn elftes Haus, das heißt Kontakt gehen und fünftes auch Selbstausdruck ist, da geht es also gerade bei dir auch darum, ne? Wer bist du? Und was zeigst du nach außen? Das ist ja auch mal ganz wichtig, weil das im fünften Haus natürlich wirklich ganz wichtig für dich auch wird, ne? Auch, sagen wir mal, dem Kind gegenüber, ne? Ich hoffe, du weißt ungefähr, ne? Ja, okay. Das sieht man da jetzt, dass alte Strukturen aufreihen, ja, das sieht man wirklich, ne? Also wenn man jetzt mal so sich die Weltgeschichte so anguckt, ja, ne? Das ist wohl wahr, ne? Hilde, ja klar, dich habe ich ja auch noch da. Gucken wir noch mal. Wo bist du denn? Da bist du. So, gucken wir mal, wo du das hast. Steinbock, wo bist du? Ja, haben wir hier. Ja, auch ganz spannend. Bei dir ist es jetzt auch so,
Kannst du mir nochmal deine Uhrzeit sagen? Das war 18 Uhr, ne? Ja, ich hoffe doch, ne, dass die stimmte. Ja, dann wandelt sich das bei dir jetzt mittlerweile auch kurz davor, dass der Saturn, wenn die Uhrzeit nochmal stimmt, ne, ins fünfte Haus geht auch, ne? Da geht es dann auch darum, ne? Da decken sich auch Dinge auf, ja, weißt du auch selber. Pluto war bei dir auch fünftes Haus, finde ich sehr lustig, parallel zu Britta, ne? Hast du halt auch das fünfte Haus, Pluto ins fünfte Haus, schwanger geworden. Also, da war es ähnlich, ne? Also ein bisschen später bei dir, aber ist halt auch ein Thema geworden, ne? Und wird es auch noch bleiben, ne? Hast momentan noch Venus da drin, ne? Und Mond, also das ist natürlich ganz wichtig. Der Bereich mit Saturn da rein zeigt es aber natürlich auch, dass du, das sind so diese Pflichten, ja, die jetzt natürlich auch auf dich zukommen bezüglich des fünften Hauses. Aber auch der Selbstausdruck wird auch wichtig sein, ne? Dass du auch wirklich dein Potenzial nach außen zeigst, ne? Dass du dieses Kreative, Inspirierende, gehört auch zum fünften Haus, ne? Dass du, wie man so schön sagt, sein Hobby auch zum Beruf macht, ne? Ich meine, du bist ja jetzt auch dabei, da wieder ein bisschen mehr zu machen, ne? Wirst natürlich durch Saturn, wirst du sehen, manches auch vielleicht jetzt anders machen müssen als vorher, weil Pluto und Saturn zusammen, wie gesagt, ne, es ist eine transformative Kraft, die sich in diesem Haus durchbewegt und da werden bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so gehen wie vorher, ja, da musst du dir neue Dinge einfallen lassen, was dir mit Sicherheit gelingen wird, ne, und bei dir gilt ja dann auch dieser Mondknoten. Ist ähnlich wie bei Britta auch, ne? Neue Kontakte knüpfen tust du auch schon länger, weil der ist schon länger in dieses Haus gegangen, ne? Noch dazu krebsig, ne? Familiär das Ganze, ne? Das ist also wie eine große Gemeinschaft, die sich dann vielleicht für dich auftut, wo du dich sehr wohlfühlen kannst, wo du dann das fünfte Haus, deine kreativen Kräfte wirklich an den Mann bringen kannst, sagen wir es mal so, ne? Du weißt auch, was ich meine, ne? Ja, lustig, ne, dass ihr beide da die gleichen Häuser hattet. Ne? Ja, gucken wir mal, ob noch jemand möchte. Jetzt will mein Hund hier meckern. Würdest du bei mir mal schauen? 6.9.76. Ich habe die Bitte, Christina, ich brauche die Uhrzeit und den Ort, weil sonst wird es nicht genau. Ohne Uhrzeit kann ich kein Horoskop erstellen, weil die Häuser hier so wichtig sind. Ne? Guck mal nach. Dass du mir die Uhrzeit sagen kannst, nachliefern kannst. Ich kann das schon mal für dich hier aufrufen. Nein. Dein Name war Sonja. Nee, das war die andere. Christina. 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 6.9.76. So, und da fehlt mir jetzt halt, wie gesagt, der Ort und die Geburtszeit. Ganz wichtig, dann kann ich was dazu sagen. Vorher kann ich dazu gar nichts sagen. Für Sonja, wie gesagt, gilt Juli. Sonja gilt das Gleiche. Ach, Gabi, bist jetzt doch da. Ich habe das, entweder habe ich das jetzt überlesen, weiß es nicht, ne? Jetzt gucken wir mal bei, solange wir die Uhrzeit nicht haben, bei Michaela Buch. Dann mache ich das hier rüber, dann geht das nämlich schneller. Okay. Am 20.06. Jetzt mache ich das hier auch noch auf dem Smartphone, damit ich das andere nicht löschen muss. 20. Na, jetzt ist es rausgegangen. Ja, das ist nicht so einfach. Ein bisschen Geduld müsst ihr haben. 20. Juni. Springt leider immer wieder weg, das ist blöd. 1976. So, jetzt bräuchte ich in Berlin. Ja, super, super, da haben wir ja alles. In Berlin. So. Das haben wir hier. Ich glaube, auf 22 Grad kann ich jetzt schlecht erkennen, aber es ist auch der Übergang vom 8. zum 9. Haus.
Schwer zu erkennen auf diesem kleinen Smartphone. Also, soweit ich das sehe, ist das das achte Haus. Das ist, also, wenn Pluto da reingegangen ist, da hast du sicherlich schon etliche Erlebnisse gehabt, die auch vielleicht mit Verlust einhergegangen sind, könnte ich mir vorstellen. Ist also kein einfacher Bereich, ja. Vielleicht auch mit Erbschaften so zu tun gehabt, ne? Saturn geht jetzt da rein. Das heißt, du wirst auch konfrontiert wirklich so mit der Sinnhaftigkeit des Lebens. Ja, es ist auch nicht so einfach, dieser Bereich. Aber der ist sehr transformativ, weil das ist auch ein Pluto-Haus. Das heißt, dass sich in deinem Leben viele Einsichten, viele Dinge grundlegend sehr wahrscheinlich ändern werden. Durch vielleicht Erlebnisse, durch vielleicht Verluste. Ja, das weiß ich jetzt nicht, muss aber nicht sein. Es geht, weil es schon hin zum neunten Haus geht. Und das bedeutet für mich auch, ja, dass diese Horizonterweiterung, ja, dass du wirklich, ja, ganz, ganz neue Einsichten bekommst, die dein Leben regelrecht verändern können. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ist kein einfacher Bereich, weil ich nicht weiß, wie sich da Saturn und Pluto treffen im achten Haus, in erhöhter Wahrscheinlichkeit, weil es ein Pluto-Haus ist. Vielleicht stellst du dein ganzes Leben auf den Kopf. Vielleicht lässt du ganz vieles los, was dich belastet hat bisher. Vielleicht musst du dich mit Leben und Tod auseinandersetzen. Ja, vielleicht beruflicher Art, weiß ich nicht, ne? Vielleicht kannst du was dazu sagen, keine Ahnung, ne? Also das können wieder mehrere Bereiche betreffen, aber da geht es schon, ist schon sehr einschneidend, was sich da ändern könnte, ja. Das kann natürlich wirklich auch sehr spirituell dann sein, weil es geht wirklich in Bereiche, die uns Menschen ja eigentlich ein bisschen erschrecken, ja, weil das, ja, also Thema Tod zum Beispiel haben wir alle nicht so gerne, ne, weil wir alle hier im Leben stehen und, aber das könnte schon auch eine Bedeutung bekommen in diesem Jahr für dich, ne, wie auch immer, ne, okay. Hi, Thomas. Jetzt muss ich schauen, ob da. Ah ja, jo, die Sonja, jetzt haben wir 5.6.68, 7.15 in Spremberg. Okay, jetzt gucke ich da mal schnell nach. Also, wenn ich jetzt hier irgendjemand übersehe, könnt ihr mir gern danach noch eine PN schicken, dann werde ich das auf jeden Fall noch nachholen, weil ich möchte jetzt nicht, dass irgendeiner denkt, oh, ich habe nicht, ne? Das wäre jetzt gemein. Das mache ich nicht. Aber ich pick jetzt noch ein paar raus. So, fünfter. Kurzzeitgedächtnis, Juni 1968. Uhrzeit 7:15 Uhr. 7 Uhr. So, der Ort Spremberg war das, ne? Spremberg. Ja, sagt Günther. Gut. Bei dir findet das Ganze im sechsten Haus statt. Ja, sechstes Haus ist das Haus, eigentlich der alltäglichen Dinge, der Arbeitsweise, wie man den Alltag bewältigt und auch das Haus der Gesundheit. Das heißt, wenn du da diese beiden Planeten jetzt drin stehen hast, ja, mit Saturn, wird er dir da auch mit Saturn besonders, ne, besonders im Verlaufe des Jahres Dinge aufzeigen, die geändert gehören. Das kann gesundheitlicher Natur sein, dass du entweder ein bisschen Probleme bekommst, aber einfach auch nur Erkenntnisse, dass du sagst, nee, so geht's nicht weiter, ich muss mich jetzt gesund ernähren, ich muss jetzt Sport machen, was auch immer. Oder du findest einfach den richtigen Arzt für irgendwas, was dich schon lange quält, ja. Saturn zeigt immer auf, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, da muss man halt nochmal gucken, ne? Und Pluto wandelt das jetzt immer mehr. Es kann sehr positiv sein für dich, dass du dadurch zu Dingen kommst, die du vorher überhaupt nicht wahrgenommen hast, ne? Das ist ganz spannend, kann das aber auch sein beruflicher Sicht, ja? Die Arbeitsweise, wie du arbeitest, ne? Da können Veränderungen sein, auch beruflicher Art, ne? Dass du ja
Ob du in die Selbstständigkeit gehst oder ob du jetzt irgendeine andere Arbeit nachgehen möchtest. Das heißt nicht unbedingt, dass es ein Berufswechsel ist. Oft ist es auch einfach innerhalb der Arbeit, dass man da irgendeine Veränderung erfährt oder so, ne? Oder halt, dass der Alltag sich ein bisschen verändert durch bestimmte Begebenheiten, ne? Also sechstes Haus beinhaltet ganz viel auch den ganz normalen Alltag, wie wir den angehen. Ja, und da kann plötzlich Sachen auftauchen, wo du sagst, das geht nicht mehr so wie sonst. Ja, das hat das immer so und so gemacht, aber es geht nicht mehr. Ich muss das irgendwie ändern, weil es tut mir vielleicht nicht mehr so gut. Ganz egal in welcher Hinsicht. Ja, okay, alles klar. Gut. Jetzt haben wir die Christina. Die Uhrzeit ist 20:45 Uhr. So, ich mache das jetzt mal hier rüber, vielleicht geht das dann noch. Haben wir noch, ja, genau. 6.9.20 Uhr. Na, dass ich, also manchmal geht es mit Smartphone wirklich besser. 20.45 Uhr Feldbach. 20:45 Uhr Feldbach. Feldbach. Das dauert bei dem immer ein bisschen länger hier. So, haben wir es doch. Dafür sehe ich jetzt genauer, wo der Pluto steht und der Saturn. Ja. Oh ja, ganz wichtig auch, der ist für die Christina. Ja, genau. Für die Christina steht der Saturn und der Pluto im neunten Haus. Das heißt, neuntes Haus ist das Haus ja. Ja, das ist eigentlich, wo wir wirklich überlegen, unser Lebenssinn suchen. Ob wir das durch Fernreisen machen oder gedankliche Reisen, ne? Das ist ein Jupiterhaus, ja. Das ist also ganz, hat mit dem Ausland auch oft zu tun, ne? Weiß nicht, was da sich auch bestimmt vor vielen Jahren bei dir Veränderungen gegeben hat, weil dein Pluto durchgegangen ist, ne? Der ist da schon länger drauf. Und jetzt ist der Saturn seit geraumer Zeit halt auch in diesem Haus. Mag sein, dass es erstmal hindert, überhaupt zu reisen, wenn es um Reisen geht. Mag sein, dass du eine ernsthafte entwickelst, was der Lebenssinn an sich für dich bedeutet. Ne? Mag sein, dass du ganz neue Wege entdeckst für dich, neue Interessen, neue Vorstellungen, ja, die du umsetzen möchtest. Es kann sehr spirituell, in eine spirituelle Richtung gehen. Ne? Was spannend ist, finde ich, das neunte Haus bei dir ist nicht allzu groß. Also diese Durchwanderung, das marschiert jetzt schon gut in Richtung MC. Das heißt, das geht jetzt schon auf deinen Lebensbestimmungspunkt hinaus, und das heißt Berufung, ja. Beruf, Berufung, Pluto geht drauf, das kann eine totale Veränderung bedeuten, ne? Noch jetzt nicht, aber nächstes Jahr, vielleicht arbeitest du da auch schon drauf hin, keine Ahnung. Aber das wäre auch so, also ich finde das ganz wichtig, wenn es, also das ein ganz wichtiger Punkt ist im Horoskop selber, diese Ecken. Und MC, wie gesagt, das ist schon möglich, dass sich da groß dann bei dir was ändern wird, ne? Aber wie gesagt, das ist noch nicht angesagt. Das ist erst nächstes Jahr. Ne? Vorher eine gute Auseinandersetzung. Würde mich auch mal interessieren, ob das jetzt mit Ausland zu tun hat oder ob das wirklich so mehr die inneren Reisen sind, die du da begehst mit Saturn. Ja, das fände ich auch mal ganz interessant zu erfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch was mit dem Ausland zu tun hat. Ja, okay. Hallo Elke, auch ein mir nicht unbekannter Name. Ich freue mich natürlich auch mal besonders über diejenigen, die ich auch wirklich schon in den letzten Jahren als Follower mitbekomme. So. Schön, danke schön. Das stimmt. Ich hatte schon viel mit Verlust zu tun, bin tatsächlich auch auf Sinnsuche. Ja. Aber das, dann bist du ja in diesem Jahr genau richtig, ne? Weil das ist wirklich perfekt dieses Jahr, ne? Das sollte einiges bringen. Hildegard, 17 Uhr hast du da geschrieben. Wieso habe ich denn da 18 Uhr stehen, wenn du jetzt sagst 17 Uhr? Bin ich ja ganz verwirrt. Ich gucke mal, ob sich dann was ändert. Ich glaube, bei dir war das so, dass du sowieso die Uhrzeit nicht so richtig wusstest, ne? Gucke ich noch mal schnell nach.
Personendaten. Machen wir 17 Uhr draus. Okay. Nein, diese eine Stunde macht nicht viel aus. Bleibt also weiterhin in diesem Bereich, den ich gesagt habe. Ist noch ein bisschen weiter vorgerückt, ne? Nee, ist okay. Also die Aussage bleibt, ne? Gut, also mit den Uhrzeiten, ich weiß es nicht. Seitdem ich dieses neue Horoskop hier, dieses neue Programm habe, muss ich immer öfters mal nachgucken, weil das mal auf Englisch war, ne? Und dann ist das mit den Zeiten immer ein bisschen schwieriger. Ja, Heike, hallo. Sehe gerade dein Huhu. Habe ich für dich schon geguckt? Soll ich für dich mal gucken? Das wäre doch mal ganz schön. Und Gabi natürlich auch, ne? Okay. Ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, ne? Aber ich gucke hier nochmal durch. Ja, okay. Dann gucke ich jetzt nochmal bei Heike, ne? Okay, ich gucke mal bei Heike, ne? Das geht mich immer relativ schnell, weil ich habe ich auch noch drin. Ne? Dann brauche ich das nicht eingeben. Heike. Oh, Heike. Zwölftes Haus. Da war ja jetzt das Hochspirituelle aus, ne? Zwölftes Haus für das Unterbewusstsein steht das ja auch. Ne? Das heißt natürlich, da, also wenn da eine Transformation stattfindet durch Pluto und durch Saturn, ist das auch nicht immer einfach. Ne? Das hast du ja auch schon gemerkt. Ne? Weil Saturn, der da jetzt so drin ist, der deckt natürlich auch einiges auf, was so überhaupt nicht angenehm ist, weil das, der passt ja gar nicht in dieses Haus eigentlich rein. Ne? Der Pluto schon eher, ne? Aber das ist ja Neptunhaus und wenn da Saturn reingeht, der will ja Struktur, der will das alles gar nicht, der will ja nur Realität erstmal sehen und das da passt er nicht rein und das heißt natürlich, das ist auch manchmal nicht einfach, weil der bröckelt natürlich auch einiges auf, was dann vielleicht zwar realistisch ist, ne? Aber ja, harte Tatsachen bringt, die ja nicht so angenehm sind, ne? Gut. Kann man sich bei dir dann auch schon ein bisschen denken, ne? Weil Saturn auch in diesem Haus kann auch eben genau, was du eben erlebt hast, Klinikaufenthalt sein, ne? Krankenhaus steht auch für Krankenhaus. Ne? Das sind natürlich auch so Dinge. Ne? Aber ganz egal, also es ist in dem Bereich nicht einfach, aber wenn der da durchgeht, mit Pluto noch dazu, du wirst mit vielem aus deiner Kindheit konfrontiert, das wissen wir ja, ne? Ganz viel. Dinge aus der Vergangenheit, die da hochkommen, immer noch weiter hochkommen, besonders jetzt zum Ende des Jahres nochmal hin, ne? Wenn der so immer mehr aufs erste Haus zugeht, ne? Da wird noch einiges sein, was nochmal, können auch Dinge sein, die du auch völlig vergessen hast, ne? Weil es Unterbewusstsein ist. Ne? Da sind Dinge, die geheilt werden müssen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und damit meine ich nicht nur körperlich, ne? Da geht es auch sehr viel um die Seele, weil da haben wir genau den Punkt. Genau gegenüber ist ja vom 12. ist ja das Sechste Haus. Und das Sechste Haus ist A, die Gesundheit, ne? Und B, hast du ja da, wie wir alle, den Krebs, ne? Und das ist wirklich, dann geht es wirklich ganz scharf darum, ne? Was ist alles auch in der Kindheit nochmal gewesen, ne? Da kommen nochmal Dinge hoch, da kannst du davon ausgehen, ne? Das ist der, da ist der Drops noch nicht gelutscht, ne? Ja. Ja, so ist es halt, ne? Okay. Wenn wir jetzt alle haben. Ach, Gabi wollte ich noch, ne? Dich habe ich ja, glaube ich, auch noch drin. Ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal für dich geguckt habe. Da gucke ich jetzt mal. Müsste ja eigentlich bei dir ähnlich sein, ne? Wie bei mir, weil du hast ja nur einen späteren AC als ich. Gabi, da bist du ja. Ja, spannend. Ja, Gabi, wie gesagt, ne? Späterer AC als ich, das heißt, das, was ich jetzt schon längere Zeit habe, beginnt jetzt auch bei dir, war jetzt die letzten Jahre, besonders der Saturn im ersten Haus. Das heißt, du hast viel, was dich und dein äußeres Leben betrifft, geändert,
blieb dir ja auch nichts anderes übrig mit Pluto im Verbund, ne? Da hast du schon eine Transformation erfahren, ne? Das heißt, dass du dein Potenzial als, also dein Sonnenpotenzial auch mal ja, verändert hast, ne? Durch Pluto. Und Saturn hat natürlich auch ein paar Wunden aufgerissen, ne? Das ist auch ganz klar. Aber ich glaube, das war auch ganz heilsam. Und du stehst jetzt wirklich so immer zwischen ersten und zweiten Haus. Das heißt, dieses Jahr wird das Thema zweites Haus auch von Wichtigkeit für dich sein, ne? Also, das geht auch wieder darum, für dich selbst zu klären, wer bist du, ja? Was hast du? Was ist für dich an Wert, Selbstwert da? Also, das ist noch nicht so ganz vorbei, dass du auch noch mal für dich überlegen musst, ne? Wie viel Wert du dir selbst gibst, ne? Und dadurch wirst du natürlich, wenn Saturn da reingeht, auch wieder Dinge erleben, wo du vielleicht wieder so ins negative Denken vielleicht kommst und denkst, ach, wer bin ich denn? Was kann ich denn? Ne? So, man ist ja sein größter Kritiker selbst, ne? Wenn man ins zweite Haus, das habe ich, kenne ich, habe ich auch ja gerade so ein bisschen hinter mich gebracht, ne? So dieses sich selber ein bisschen niedermachen kann man ja auch ganz gerne dann, ne? Oder man hat eben Erlebnisse von anderen Menschen, ne? Von außen, wo man eben so konfrontiert wird zu denken, Gott, ne? Was denn jetzt, ne? Und ja, da geht es um Selbstwertgefühl, ne? Da geht es jetzt auch mal darum, für dich eigentlich ganz prima, ne? Dann klarzustellen, wer du bist, ne? Und das geht darum, auch mal hier Nein zu sagen, Stopp zu sagen, sich sehr wertvoll zu fühlen und sich selbst zu lieben, ne? Da haben wir wieder das Thema, ne? Ganz wichtig, das wird jetzt die nächste, dieses Jahr dein Thema sein, Gabi. Diese selbst in die Selbstliebe gehen, ne? Sich selbst den Wert geben, ne? Abgesehen davon, dass du vielleicht jetzt auch finanziell vielleicht Einbußen haben wirst, könnte ich mir vorstellen, weil der Pluto gerade am Anfang steht, aber es muss nicht sein, ne? Aber das andere ist dein Thema, ne? Und so, du hast ja noch den Mond im zweiten Haus. Das heißt, wenn der Saturn da noch irgendwann drauf kommt, dann geht es nochmal so richtig ins Eingemachte. Da geht es um dieses Muttersein nochmal, da geht es um die Kinder, ne? Das sind nochmal Themen, die nochmal aufgearbeitet werden, ne? Die auch dein eigenes Thema mit deiner eigenen, also mit unserer Mutter, ne? Also das, da geht es nochmal so richtig zur Sache dieses Jahr für dich. Ne? Sehr transformativ, weil der Mond da mit drin ist, weil der Mond steht für die Gefühlswelt. Ne? Und ist klar, ne? Wenn da Pluto drauf, also der ist ja noch nicht drauf, aber wenn Saturn da drauf kommt, dann wird nochmal einiges hochkommen, ne? Was sehr heilend und wirksam für dich sein wird. Ne? Ja, ist doch super. So, ich glaube, okay, wenn jetzt keiner mehr seine Daten, würde ich sagen, das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viele Susanne Schuster. Habe ich dich? Nee, dann machen wir dich noch schnell, ne? Dich habe ich jetzt glatt übersehen gehabt, ne? Ja, dann machen wir dich noch schnell. So, und wie gesagt, wen ich jetzt nicht hatte, der kann mir gerne PN schicken. Das mache ich dann noch. So. Dann muss ich, machen wir das jetzt über den hier. Susanne Schuster, am 1.4.68. 01.04.1968. Uhrzeit. 17:35. Es ist immer sehr schön, wenn man eine genaue Uhrzeit hat, dann ist es ganz korrekt in Graz. So. Suchen. Hoffe ich verstehe da jetzt, dass es nicht in Deutschland ist. Okay. Da haben wir, mal gucken, wo haben wir den Steinbock hier? Ah ja, viertes Haus. Ja, also für die Susanne Schuster haben wir den Pluto-Saturn-Kombi im vierten Haus. Auch schon sehr lange mit dem Pluto drin, ist ungefähr in der Mitte. Da auch Saturn dabei. Da geht es um Familie selber, ne? Da geht es um die Heimat, das Zuhause, ja?
da geht es um diese Geborgenheit zum Beispiel. Ne? Und da das im vierten Haus ist, aus Kindheittagen sicherlich auch nicht so einfach gewesen, wenn ich das so betrachte. Und ich denke, da hat sich bestimmt schon einiges bei dir dann auch getan und verändert. Und das transformiert sich dieses Jahr nochmal so richtig. Ne? Nochmal das ganze Gefühl, wo bist du geborgen, wo fühlst du dich zu Hause, was tut sich in der Familie. Ja, da wird einiges auch aufgedeckt. Auch vielleicht an Schwierigkeiten, die da noch kommen mögen. Weil ganz spannend, weil da ja der Mondknoten im Steinbock ist, im vierten Haus, da ist er nicht im Domizil, da ist er genau, ne, da gehört eigentlich der Krebs halt hin, dieser Lernprozess ist eben genau gegenüber im zehnten Haus dann. Ne. Das heißt, dass sich das dann wirklich nochmal so richtig verfestigt. Ne. Das ist ganz wichtig, nochmal so einen Blick zurück in die Vergangenheit zu tun. Ne. Kann Konfrontation sein mit nochmal den Eltern oder ne, irgendwas aus der Kindheit vielleicht noch, was nochmal hochkommen kann. Sehr wahrscheinlich vermute ich mit der Mutter, weil ich sehe, dass der Pluto im Trigon zur Mutter ist, ist vielleicht jetzt schon ein Thema. Ne? Von Wichtigkeit ist wirklich auch gerade für dich zu sehen, ne, dass du für dich ein Geborgenheitsgefühl hast, ein Sicherheitsgefühl hast, ne, und alles, was das bedroht oder was dagegen spricht, was eben dich nicht zu Hause fühlen lässt, das musst du eliminieren. Das wird sich transformieren. Aber das Schöne ist, dass dieser Aspekt gerade in deinem Bereich, weil ich sehe, dass im Steinbock ist es meistens ein eher kompliziertes, etwas strenges vielleicht oder eher etwas kälteres Familien, also aus dem du kommst jetzt, ne, aus deiner Kindheit, dass das sich jetzt auch sehr schön wandeln kann, ne, hin zu dem, was du dir mal wünschst. Ne. Wenn das auch manchmal mit Schwierigkeiten verbunden ist, aber das ist auch sehr schön. Ne. Da musst du mal gucken, was da so kommt. Aber da könnte es auch für dich ganz zu großen Veränderungen kommen. Ne. Das sind auch manchmal so Sachen wie, also man kann ja jetzt nicht immer alle Beispiele nennen, aber Saturn kann auch bedeuten, jemand zieht aus und es verändert sich was zu Hause, du bist vielleicht umgezogen oder was auch immer. Ne? Also es können auch ganz profane Dinge sein. Ne? Okay, ja, ich würde sagen, ich beende das jetzt, weil das war jetzt ganz ordentlich schon. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt live war. Ich glaube, wenn die Uhr da oben stimmt, dann fast eine Stunde. Ja. Da bedanke ich mich euch, dass ihr da wart. Ich werde mir ein schönes Thema für nächstes Mal überlegen. Was ich schön fände, wäre, wenn ihr von mir jetzt auch in den Kommentaren nochmal gerne auch Vorschläge machen könnt, was ihr gerne wissen wollt. Ne? Irgendwelche, ich könnte auch mal so ein Frage-Antwort-Teil-Video machen, so in spiritueller Hinsicht halt. Ne? Ansonsten habe ich eben vor, jetzt demnächst etwas zu machen, was ich eben angekündigt hatte. Ne? So eine einzelne astrologische Aspekte, wo ich dann nochmal mehr in die Tiefe gehen werde. Okay, ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ich werde das Video abspeichern und posten auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch das gerne auch später nochmal angucken. Ne? Alles klar, bis dann. Ciao.